Ja, ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Gothic Teil 1, ihr Lieben. Servus, Leute. Hallo. Gut, wir machen weiter. Ich bin weiterhin im neuen Lager, schon einige Folgen mittlerweile. Und ich kann nur sagen, ich komme nicht weiter. Doch, komme ich. Aber nur ganz schleichend, Leute. Ich werde jetzt einmal schauen, wo ich hinmarschieren kann. Da noch im neuen Lager. Ich glaube, also zu Laris komme ich momentan noch nicht. Ich musste noch einige Sachen machen. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wie, wo. Da ist nämlich jemand drüben. Kann das sein, dass da irgendjemand... Ja, da stehen Leute. Vielleicht wollen die auch noch... Vielleicht wollen die auch noch Sumpfkraut. Bauer, servus. Habt ihr einen Anführer? Der Reichslord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Aha. Tschüss. Balkagan? Dich kenne ich ja. Komm, red mit mir, du Vogel. Ende, der kann nur handeln mit mir. Horatio. Dann haben wir den da. Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Okay. Nö, das sagen wir dann jetzt nichts Besonderes. Ende, das brauche ich ja alles nicht, Leute. Der Bock, der hat keinen Bock. Der Bock hat keinen Bock. Servus, red mit mir, fuchtel nicht da herum. Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Voll eigentlich. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, das ist ausgeschlossen. Vogel. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich, voll genervt. Ach du Kacke. Rufus, steh auf. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Ja, weiß ich eh. Ich will nur Sumpfkraut verkaufen. Da kann ich kein Sumpfkraut verkaufen, Leute. Das geht nicht. Steh auf und red mit mir. Nö, eigentlich nicht. Wer bist du? Nö, das können wir alle nicht sagen, Leute. Servus, wer bist du da drin? Nö. Du störst meine Nachtruhe. Ja, dann hab noch eine... Es ist schon Tag. Es ist schon Morgen. Vogel. So, marschieren wir mal ordentlich. Wie kann man da eigentlich... Komm. Wartet mal ganz kurz. Soll ich schon probieren? Ich probiere mal diesen Lurker. Leute, ich probiere den Lurker jetzt. Das ist ein Lurker. Bist du wahnsinnig? Keine Chance, Leute. Ich zieh mir nichts ab. Ich zieh den Lurker nichts ab. Habt ihr das gesehen? Bist du wahnsinnig, Leute? Ich zieh dir nichts ab. Nichts. Ah!
Aber wirklich, nicht einmal einen einzigen Lebenspunkt abgezogen. Und ich habe ihn auch getroffen, aber, ne? Also, da seht ihr, wie stark diese Lurker sind. Ja. Ey, Kollegen, wisst ihr, dass ihr da drüben einen Lurker habt? Seid ihr feig? Schneller! Ja, Leute, ich muss jetzt da mal... Ich schau mal darauf, kann ich da irgendwo... Hallo? Hallo? Es ist... Hallo, es backt gerade. Ich kann nichts mehr machen. Leute, ich muss laden. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht gehen. Jetzt wieder. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht, Leute. Da war es irgendwie total buggy. Ich habe mich überhaupt nicht mehr bewegen können, Leute. Wahnsinn. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall einmal weiter dorthin begeben. Und zwar dort rüber. Und zwar dort rauf. Da ist nämlich auch ein Mensch. Ein Mensch. Und dann werde ich mich wieder ins alte Lager mal begeben. Ich muss da was machen. Ich muss weiter, auf jeden Fall weiterschauen. Also hier im neuen Lager sehe ich momentan keine Chance mehr, irgendwas... auf die Reihe zu bekommen, also questenmäßig. Nö, achso, darauf kann ich, genau, da wollte ich eigentlich rauf, Leute. Da wollte ich nach oben! So, da ist nämlich einer hinten, wer ist das? Ist das Sumpfkraut? Ja, genau. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du? Warum nicht? Frag mal ein. Sehr gut. Der will auch Sumpfkraut haben da oben. Der Söldner. Gibt es da oben noch einen Söldner, der Sumpfkraut haben will? Hallo? Das ist eine Truhe, Leute. Okay. Rechts, links, links, rechts. Super. Brot. Oh, haben wir einiges drin. Da ist aber sicher eine unknackbare Kiste, Leute. Oh, nö, doch nicht. Schaut mal. Okay. Links, okay, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. So, haha. Da haben wir, was haben wir da? Einen Reiterbogen und Pfeile nehme ich mal alle mit, Leute. Ich glaube, der nimmt mir das nicht böse, dass ich ihm da komplett weglute. Der eine da unten, Leute. Also Wahnsinn. Nö, da ist ja nichts mehr. Kann ich nichts mehr. Warte mal kurz, was ist denn das da? Nee, gar nichts. So. So, und was ist, wer ist da hinten? Niemand? Da ist jemand, schaut mal. Servus, Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her, wenn du wieder mal was... Servus. So. Okay, doki. Dann haben wir das auch. Ich weiß nicht, wie viel Sumpfkraut ich verkaufen muss, dass ich es endlich schaffe, Leute. Gehen wir mal da runter. Komplett wieder. Und wir gehen ins neue Lager zurück. Ah, ins alte Lager aus.
Ende im Gelände. So. Will der Sumpfkraut haben? Ende. Der sagt mir nichts mehr. So, das frage ich die Söldner da draußen. Wenn das Söldner sind, das sind sicher Söldner. Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag mal ein... Ja, servus. Servus, du auch. Hallo? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer... Ja, ja. Ende der... Pass auf deinen Rücken auf. Sehr leise. Jarvis. Der... Ich habe Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag mal ein paar... Hab ich schon. Ich weiß nicht, wie viele ich da noch fragen muss, um das Sumpfkraut anzubekommen, Leute. Folgen über Folgen nur Sumpfkraut. Wahnsinn. So, sind jetzt die ganzen Leute schon munter? Ich will nämlich erst einmal speichern, Leute. Das ist einmal wichtig. Ja, immer wieder speichern, Leute. Weil dann verliere ich irgendwann einmal und dann, jo. Habe ich das letzte Mal irgendwann gespeichert und weiß nicht mehr wann. Leute, ich habe ja doch, habe ich schon gespeichert in der Folge, außer zu Beginn. Wer will Sumpfkraut haben? Will jemand Sumpfkraut haben? Na? Will irgendjemand Sumpfkraut? Wieso Sumpfkraut? Es ist schon morgen. Was ist los? Servus. Ich hab Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag mal ein paar. So, danke, tschüss. Du kriegst auch noch Sumpfkraut, Kollege. Hey du! Hey du! Was hier? Gut. Entschuldigung. Mach das nicht nochmal! Es ist morgen! Werdet wach! Echt jetzt! Ende, der will keinen Sumpfkraut. Ist da wer drin? Hey du! Ich will reden mit dir. Entschuldigung. Ja. Da hast du noch mal Glück gehabt. Sei leise, weil sonst gibt's eine. Nö. Ich bin noch nicht so stark, dass ich den reinhauen kann. Hey Leute! Jetzt habe ich zwar einiges an Magie gelernt, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe schon das ganze Sumpfkraut. Sag mal, wie lange schlafen die alle, Leute? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich stehe... Also, wenn ich nicht schlafe, also die Nacht durch und dann stehe ich um 7 in der Früh auf oder so. Aber das ist ja schon bald wieder Abend. Die schlafen durch einen ganzen Tag. Glaube ich ja nicht. Hey, du! Entschuldigung! Schnell! Ich will Sumpfkraut verteilen. Sag mal, wie lange schlaft ihr denn? Ich glaub's ja echt nicht. Also beim Waffenzücken sind die wirklich schnell, Leute. Ach, Leute. Ja, was soll ich machen? Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal auf die Questen schauen. Schnaps-Rezept. Fleischanzen gibt es im verlassenen Hütten an der Burgmauer. Aufnahme neues Lager Lörker am Damm. Wasserträger für Lefty. Lefty war stinksauer darüber, dass ich das Wasser noch nicht verteilt habe. Das kann ja noch heiter werden mit diesen Burschen.
Neue Szene für die Bruderschaft Dustin, Butler. Okay, Ablösung für Gorim. Shrikes Hütte. Genau, den muss ich auch noch machen. Ich muss mal kurz schauen. Allgemeine Infos. Händler im neuen Lager, Händler im Sumpflager wissen. Ja, die Hölle, okay. Ich werde mal jetzt marschieren, Leute. Und zwar ist die Folge eh bald wieder vorbei. Wie spät ist es? Ich glaube, es geht sich noch eine Folge nachher aus. Mache ich 4 draus. Wurscht. Weil ich marschiere jetzt weiter. Ich marschiere jetzt weiter endgültig weg aus dem Lager hier. Da tut sich momentan nicht wirklich was. Ich werde ins Sumpflager gehen, Leute. Ja, das mache ich. Ins Sumpflager. Und somit, bevor ich da einen auf den Deckel bekomme bei den Reisfeldern, werde ich auf der 1 wieder speichern. Weil ich glaube, da wartet ja einer auf mich. Oh mein Gott, der Lefty. Ich kann kein Wasser, hier kann ich. Wasser, magst du Wasser haben, Horatio? Nö, der Horatio ist jetzt bei den Reisfeldern. Reis, Wasser verteilen, aber da gibt's ja keine mehr, schau doch mal. Okay, da kann ich nicht rauf. Ich wollte jetzt dann nur da rauf, Leute. Ach Gott. Lefty, bist du noch immer sauer auf mich? Ja. Kann ich da reingehen? Ohne dass er mich gleich haut. Muss ich mal kurz schauen. Nö, da ist eh niemand. Also ich kann da rauf, Leute. Ist da oben der Reislord? Reislord, gib mir deinen Reis sofort. Hä? Also Leiter. Nö, da ist gar nichts, Leute. Der Reislord ist auch nicht da. Der ist tot, Leute. So, weiter geht's. Ja, auf den Reisfeldern ist momentan auch nichts los. Dann marschieren wir mal weiter. Und ich hoffe, unterwegs gibt's Klappe, Leute. Das wäre toll, wenn ich da unterwegs irgendwo Viecher finden würde. Weil Erfahrungspunkte brauche ich immer wieder, Leute. Das ist wichtig. Wer bist denn du da hinten, Kollege? Ah, du bist sicher Sumpfkraut. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpf... Hast du was? Kannst jederzeit... Ja, ja, servus. War doch klar, dass das Ärger gibt. Bandit, Sumpfkraut. Pschi, Leute. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb, wenn du mal wieder. Danke, tschüss. Und du auch, Sumpfkraut. Ich hab ein bisschen Sumpfkraut. Klar, hier sind. Wenn du mal wieder was. So. Ah, Leute, das ganze Sumpfkraut da loswerden. Torwache, willst du Sumpfkraut? Nö, der will kein Sumpfkraut. Du willst auch kein Sumpfkraut. Du rauchst gerade, der raucht gerade Sumpfkraut, Leute. Komm, hör auf zum Rauchen, red mit mir. Nö. Ja, also Sumpfkraut habe ich mal verteilt hier. Ja. Dann marschieren wir mal weiter. Gibt's da irgendwo irgendwelche Viecher, die ich plätten kann? Genau, da war ich ja letztens schon. So gehe ich ja mal hier weiter. So, ihr Lieben, die Folge ist gleich wieder vorbei. Und werde mal da schauen, ob es da irgendwas zum Looten gibt. Nö. So.
da drüben. Genau. Ich könnte jetzt in die Mine gehen. So, speichern wir mal. Und ihr Lieben, ich werde jetzt die Folge beenden und in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde noch eine Folge draufschmeißen. Es macht gerade so Bock, Leute, obwohl es mir nicht wirklich gut geht. Aber ich will trotzdem noch eine Folge aufnehmen, Leute, es ist so. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge dann wieder. Ich sage Game Over und ciao.